Kikeriki. Ui, das kam etwas spät. Ich dachte, das kommt im Herbst gar nicht mehr, weil... So. Doch, klar. Wir sind wieder da, Leute. Hi. Es ist wieder Stardew Valley-Zeit. Und wir sind dabei... Warum ist denn eigentlich immer so viel Glück? Heute ist auch wieder ein sehr guter Glückstag. Ja. Hast du schon einen Stoff oben bei dir? Möglich. Weil ansonsten kannst du hier unten noch welchen abholen. Müsste ich erst gucken. Kümmerst du dich um das Huhn? Ja, mache ich. Gut, so, ich gieße mal wieder wie jeden Tag die ganzen Pflanzen. Ich habe heute übrigens das, weil ich ja viel zu zeitig in der Schule war, habe ich mir mal das Smash Brothers Video angeguckt. Und? Sieht ganz schick aus. Ich wünschte mir trotzdem ein paar mehr neue Charaktere. Ja, das sind ja erstmal alle alten drin. Ja, also ich fand's cool, dass die Ice Climbers wieder da sind, auch wenn ich sie nie gespielt habe. Ich fand die irgendwie mal fancy. Über wen hab ich mich denn gefreut, der wieder da ist? Ich überlege gerade. Peach habe ich nie mitbekommen, das muss in Melee gewesen sein. Da kenne ich mich nicht so aus. Tatsächlich meine... Zerschneidest du bitte nicht meine Kürbisse? Kannst du eine Mayonnaise-Maschine bauen? Ich nehme dich nicht. Ja. Ja, dann hau mal... Stein, Erdkristall, halt Kupfer, Bahn, Holz, okay. Stein, Holz und ein Kupferbarren. Wir haben genau noch ein Kupferbarren. Wenn das mit dem Angeln heute jetzt ganz gut klappt, kann ich mir morgen schon in den ersten Barren kaufen. Sehr gut. Ich setze das Ding direkt mit zu den Hühnern, ne? Ja. Sagt der und setzt es direkt vor den Hühnerstall. Nicht vor den Hühnerstall, vor die. Vor den Zaun reicht es auch. Vor das Zauntor habe ich es gesagt. Naja, ich pack's es direkt daneben. Vor das Zauntor ist vielleicht ein bisschen blöd. Ich hab's jetzt daneben. Kannst du das erste Ei schon reinschmeißen? Das hattest du alles mal eher. So. Ich möchte gerne auf Stufe 10 sein, was das Sammeln betrifft. Aber ja, das bringt nicht so viel Erfahrungspunkte, was ich hier mache. Ja, mach mal anders. Es gibt halt nicht so viel, was viel Erfahrungspunkte bringt. Ich krieg halt 13 pro Baum. Und wie viel brauchst du? Du fragst mich Sachen. 1000? Na, das geht doch. Ich guck das jetzt schon mal schnell nach. So, und dann gucken wir einfach nach. Es sind noch 100 Bäume. Nicht mal. Foraging is a... Experience mehr als Points. Da komme ich jetzt dahin und dann kann ich. Jetzt bin ich auf dem richtigen. Wie viel brauche ich? Nee. Mehr als 1000. Ja, ich brauche 6900. 10.000 dann für 9 und 15.000 für 10. Das sind doch schon ein paar mehr Bäume. Ja, das wären ungefähr so 1000 und ein bisschen was Bäume, wenn ich von 9 auf 10 kommen will. Ja, du hast doch aber noch Zeug, was du aufhebst. Du hast doch noch. Die großen Bäume, großen Baumstümpfe. Ja, das würde sich, da lohnt sich halt wirklich in der Waldfarm. Ich habe mich nämlich gewundert, warum ich bei der Waldfarm, ich habe immer so viel davon, also ich bin so schnell da, das damals gewesen. Aber klar,
wenn da jeden Tag so eine Dinger spawnen, 8 Stück, ne? Ich glaube, die bringen jedes Mal 25 oder so. 7 Erfahrungspunkte kriege ich, wenn ich Sachen aufsammle. Naja, immerhin. Ja. Das ist vor allem dann im Frühjahr wieder gut, wenn es die Dings wieder gibt. Die Kriegst du nicht Frühlings. auch was, wenn du Bärenbüschel schüttelst? So, das weiß ich gar nicht, ob die Glaub, die mein. zählen auch dazu. Kann sein. Zumal das ja halt jetzt demnächst auch wieder lo nochmal losgehen sollte, oder? Eben. 25 bekomme ich übrigens für jeden Baumstumpf. Das heißt, es sind 150 hier im geheimen Wald. Oder? 2, 6. Das sind zwölf, 6 6 Stück. Ja, Bäume. 150. Und nochmal 6 Erfahrungspunkte für die beiden grünen Schleims, die ich getötet habe. Ja, das Aber. haben wir nicht Nee, ich weiß, ich weiß, ich weiß. sammeln. Ich glaube, 16. bis 18. oder so ist Blackberry Season. Möglich. Ich will gleich keine Energie mehr. Ich morgens die Hälfte meiner Energie schon fürs Gießen verbrauche. Ja gut, das ist halt blöd. Ja, passiert. Irgendjemand muss ja die Arbeit machen. Wenn gewisse Ich mache auch Leute ganz sich viel immer nur Arbeit, ich ihrem, angle. wenn sich gewisse Leute immer nur ihrem Angelsport hingeben. Ja, wer bringt denn das Geld hier rein? Ich darf ja nicht cheaten. Ja, ich weiß, ich bin gleich erschöpft. So. Ist doch ein Brombeere bisschen. essen. Es gibt keine Ah. Ehekrise. Wir verstehen uns schon. Wir gehen uns einfach aus dem Weg und dann geht das. Wenn man sich nicht sieht, kann man sich nicht streiten. Er geht dann einfach angeln und ich gehe einfach Holz hacken. Bringt diese perfekte Angeln eigentlich mehr Erfahrungspunkte fürs Angeln? Nee, du hast glaube ich nur eine höhere Chance, Fische zu fangen, wenn. Achso, für das Perfekt. Ich weiß gar nicht. Nee, so Möglich. nee. Vielleicht erhöht es nur die Chance, dass du einen höher Goldfische habe ich auch qualitativen nicht. Fisch bekommst oder so. Nee, Goldfische ziehe ich ja ohne Ende raus. Ja. Mit der Angel. Das, achso, na, das ist auch die hohe Chance, wenn du auf Max Distance wirfst. Weil Ja, wenn ich richtig stehe. je weiter weg du vom Ufer bist, desto besser. Deswegen glitsche ich mich immer aufs Wasser rauf. Ja. Genau deswegen, Suki, genau deswegen. Nein. Nur deswegen und nicht, weil du halt zufälligerweise zu weit weg wohnst. Das wäre ja viel zu offensichtlich. Stream anmachen da. Stumm schalten. Dann sehe ich, wo Fox so rumrennt. Spionierst du mir hinterher? Will ich niemals tun. Also ja. Jetzt hast du Low Latency an, kann das sein? Nee, habe ich nicht. Nee, hast du nicht. Habe 20 ich. Minuten Spiel. Ja. Oh, guck mal, Abigail steht hier und spielt Flöte. Na Mensch. Aber nicht die Cutscene. Sie steht einfach nur so da. Ja. Es regnet ja auch nicht. So. Jetzt gibt's Fischsuppe. Auf Richtung nach Hause. Ich mag dieses Laufgeräusch auf Idioten dem Dreck. anschmeißen. Boom.
          ![                                                            ││     ││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 
Hi. High five, ne? Ui. Da ist schon wieder was fertig. Eichenharz. So, wieder ein bisschen Refined-Quarz ansetzen. Braucht man ja auch mal. Eben. Ein bisschen. So. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Fischen, die ich geholt habe, jetzt auf 6000 komme. Aber es ist nicht so schlimm, wenn nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Das werden wir sehen. Nee, dahinter, das ist die Kiste mit den Dings. Und dann... Das kommt da rein. Das kommt noch da. Nee, da oben rein. Wir haben sehr viel Harz. Nee, gar nicht mehr so viel. 700 noch was nur noch. Wir hatten sehr viel Harz. Ja, dann haben wir Dünger gemacht. Oh, meine Augen werden wieder besser. Sehr gut. Na Mensch. Ja, das ist manchmal so. Ich weiß nicht, ich dachte früher immer, das hängt mit dem Kreislauf zusammen, aber. Also hängt es wahrscheinlich, aber es hängt nicht damit zusammen, ob ich genug getrunken habe, weil irgendwie passiert es auch, wenn ich genug getrunken habe. Nee, nicht mal ansatzweise genug. Es sind doch fast 3000. Ja. Hä? Fast 3000? Ja, fehlen nur noch 2000. Was? Braucht jetzt 2000. Okay, dann fehlen nur 1000. Richtig. Und die hast du auch unten zusammengesammelt. Heute ist schlechter Tag, aber heute gibt es ein Rezept. Heute gibt's ein Rezept. Tortillas. Und es ist Sonntag auch noch. Ach shit. Wie viele von euch verdrücken gerade einen Fertigburrito aus der Mikrowelle, während sie meine Sendung schauen? Schämt euch! Ihr könnt genauso gut eure Bohnen in einen alten Putzlappen wickeln. Hört mir gut zu. Wenn ihr einmal meine frischen, rustikalen Mais-Tortillas ausprobiert, könnt ihr nie wieder zurück. Das lernt, wie man Weizen-Tortillas macht. Stand nicht Weizen da, aber. Nee, Mais-Tortillas. Ich bin ja auch blöd. Morgen wird es den ganzen Okay. Tag klar und sonnig sein. Lasst uns klar und sonnig sein. Über Regen würde ich mich freuen. Ich auch. Du musst auch nicht das Feld gießen. Ja, ich muss noch einen Fisch angeln, damit sich das fürs Fishing-Ding lohnt. Amaranth ist noch nicht fertig. Dann mal einmal hoch zum Huhn. Gucken, was das Huhn so macht. Bock macht. Brauchen wir Mayonnaise? Mach immer Mayonnaise, einfach weil es mehr Geld bringt als das normale Ei. Ja, aber brauchen wir Mayonnaise für irgendwas Besonderes? Ich glaube nicht. Mani will dann noch einen Amaranth haben, deswegen muss ich jetzt erstmal warten, bis mein Amaranth fertig ist. Also der sollte heute, morgen fertig werden. Ich glaube, 7 Tage braucht Amaranth. Kannst du nachgucken. Schieb da. Stimmt, Amaranth ist morgen fertig. Nein! Jetzt hat er gerade anstatt meine. Ich bin aus Versehen auf den Knopf gekommen, jetzt hat er meine Angel ausgewählt. Jetzt habe ich gerade das Feld geangelt, anstatt zu gießen. Und hast du was gefangen? Nee. Die Kürbisse haben noch nicht gebissen. Ist nicht Kürbis, ist noch nicht Kürbiszeit. Die beißen erst in Ach so, 7 Tage. okay. So, gucken wir mal. Pochette, wir haben noch Schleim. Weizensaat. Nein, Uralte nichts Frucht beim in zwei Händler. Tagen. Nichts beim Händler. Ja, dann baue ich morgen den Stall. Das geht. Dann werde ich jetzt nochmal. So. Vorne S, hinten O. Wir haben ja noch mehr als genug Zeit jetzt. Das ist ja erst die erste Herbstwoche. Eben.
Wegen der Octo Expansion jetzt. Nehme ich an. Ja. Octo Expansion ist super. Habe ich gehört. Und du bist wieder in der Mine. Ich bin wieder in der Mine. Hört man das? Eisenerz. Hast du das bei dir gehört oder hörst du meins durch? Wie, was höre ich durch? Okay, also nicht. Was ist am 15.06.? Ja, was ist denn am 15.06.? Ach so, das ist am 15.06. Jetzt weiß ich, okay. Oh well. Ich dachte, weil du das Datum so explizit genannt hast, dass jetzt irgendwas direkt datumsspezifisch ist, keine Ahnung. Oh ja, morgen ist Feritag. Für mich ist morgen ein Ich muss zur Arbeit Tag. Das heißt, ich kann nicht zum Quidditch Tag. Oh. Morgen ist ein trauriger Tag. Ich kann morgen auch nicht zum Quidditch. Ja, aber für dich ist morgen kein trauriger Tag. Nee, ganz im Gegenteil. Eben. Morgen ist für dich ein Ich kann zwar nicht zum Quidditch, trotzdem ist ein schöner Tag. Morgen ist für mich ein Feritag. Ein Feritag. Ich hätte auch gerne mal wieder einen Feritag. Was hält dich ab? Die Ferien. dass ich morgen arbeiten muss, hält mich davon ab. Hm. Ist ein Argument, oder? Eventuell, ja. Ja, wir sind doof. Viel? Ist halt uncool, wenn der Bildschirm sich festhängt während des Angelspiels. Ja. Wegen irgendwelchen Lags. Lags. Ich mag das Geräusch, was der Geist macht. Bei dir klingt das irgendwie trauriger als bei mir. Das ist doch ein trauriger Geist. Ja, ich finde das Geräusch eher lustig, amüsant und du so. Aber es klingt wirklich mehr nach einem Geist. Du hast recht. Bei mir ist es halt ein glücklicher Geist. Der ist halt befreit, weißt du. Bei dir ist halt, oh, ich bin gestorben. Bei mir ist halt, hey, ich komme endlich ins, weg von dieser Kackwelt. Oder sowas. Ah ja. Ja, man kann auch selbst in langweiligen Single-Event, Single-Player-Event-Angel-Spielen alles auf den Lag schieben. Ja, im Singleplayer habe ich das Problem halt nicht. Aber ein Geist ist doch schon eine gestorbene Person, wie kann die sterben? Klar machst du das, Schuki. Sonst würden wir uns ja gar nicht so doll mögen, wahrscheinlich. Das passte genau zu dem Moment, wo du das gesagt hast. Naja, wahrscheinlich. Da kam das. Ich habe übrigens in der anderen Kiste auch noch ein bisschen Eisenerz, wenn du brauchst, ne? Na, brauchen brauche ich es gerade nicht. Ich gehe nur farmen, um Erfahrungspunkte zu farmen. Ach so. Ich will doch nur Erfahrung. Du willst Slimes killen. Das auch. Hauptsächlich möchte ich gerne, Dings hier. Hinterfrag meinen Geistersterben nicht. Das klingt irgendwie komisch. Hast du dein eigenes Geistersterben? Das ist sowas wie das große Krabbeln, das große Geistersterben. Oh Gott, das ist glaube ich wirklich die letzte Folge für heute. Ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren, richtig. War die Arbeit heute so anstrengend? Ja, ein bisschen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich gar nicht. War heute ein ruhiger Tag. Von den Aufgaben her. Ja, ich bin ganz froh, das muss ich ganz ehrlich gestehen, dass bald Ferien sind. Ja, auf jeden Fall. Mit meinen Schulen hätte ich das gar nicht gesagt. Also da hätte ich mich echt gefreut, noch länger zu machen, aber
Ist halt doof. Und jetzt übernehme ich morgen ja noch eine komplett neue Schule. Also für mich neu. Für die vorbereitende Stunde, die Elternstunde und die Abschlussstunde. Das ist ja räudig. Ja, Halleluja, Bruder. Oh, die Musik. Ich finde, Geister können sterben. Die Frage ist, wie du halt sterben definierst. Die Musik. Leute, pump up that volume. Die Technik, Kalios. Das habe ich in den Genen. Thaddeus hat Gene. Thaddeus hat Gene. Und ziemlich viele Bene. Irgendwie dauert das ganz schön lange mit dem Erfahrungspunkte sammeln. Für Mining? Ja, auch. Solltest du dir Bomben basteln? Ich weiß nicht, krieg ich dann auch Erfahrungspunkte? Ja, für jeden Stein, den du mit der Bombe kaputt machst. Selbst wenn ein Gegner einen Stein kaputt macht, kriegst du Erfahrungspunkte. Wenn aber nur wenn es die richtigen Steine sind, ne? Naja, klar. Und die sind ja hier nicht so viel einfach. Ich meine, ich schlag die mit einem Hit K.O., also die Steine. Da brauche ich jetzt auch nicht warten, dass ich da eine Bombe einsetze. Ja, da kannst du auch gleich eine größere Sache machen. Du könntest zum Beispiel, die Brücke noch nicht repariert, ne? Genau. Zwölf Erfahrungspunkte für ein Eisenerz. Dust Sprites. Wenn du genug Dust Sprites erlegst, dann kriegst du den Burglar Ring. Der ist auch gut. Höhere Drop-Chance von Monstern. Wenn du den zusammen mit dem, auch wenn das Iridium Band übelst gut ist, auch wenn du den zusammen mit dem Slime Charmer Ring spielst, hast du später richtig Spaß in der Wüstenhöhle. Wo du dann einfach eine viel höhere Iridium-Drop-Chance von den lila Schleims hast. Ja. Denk dran, nicht zu lange in der Höhle rumzurennen, ne? Ja, ich mache nur noch den einen Floor hier und dann bin ich gleich durch. So. Ich kann mich schon mal zurücklehnen. Denk dran, was zu verkaufen heute. Ist schon wieder der zweite Tag? Ja, immer die ungeraden Zahlen. Ich habe was verkauft, ich habe Fische verkauft. Sehr gut. So, ich komme jetzt auch fast gleich zurück. Da ist noch ein Diamant, den ich noch mitnehmen muss. Bestimmt 50 Erfahrungspunkte oder so, oder? Gar nichts angezeigt, na toll. Eine Crystal Fruit. Zwei Kristallfrüchte, was lasse ich dafür hier? Kannst du mitnehmen, in der Tafel. Die zwei Holzdinger lasse ich dafür hier. Genau so. Wenn er mir denn mal Abendessen machen würde. Aber nein. Du kannst dir Fisch aus der Verkaufsbox angeln. Der ist noch fast frisch. Oh je, so frisch wie der bei Asterix und Obelix seine Fische verkauft. Der Fisch ist frisch. Eben, das dachte ich mir. Wer was anderes behauptet, kriegt aufs Maul, schon klar. Das kommt da rein. 84 Eisenerz, 14 Kupfererz, hat sich gelohnt, die Tour. Ja. Der Frisch ist Fisch. Fischers Fritze fischt frische Fische, frische Fische fischt Frischers. Frischers? Fischers? Fischers Fritze? Wie auch immer. Irgendwie so. Auf jeden Fall sind die Fische frisch. So. Und das Ende. Die Folge war ja etwas ruhiger, glaube ich. Oh Gott, 675 nur. Naja, aber du, wenn ich jetzt ein bisschen was reingeworfen hätte, hätten wir ein bisschen mehr gemacht, aber ich habe jetzt nichts reingeworfen. Suki. Können kannst du ab morgen wieder. Ja.
Grar. Du musst geduldig sein, junge Dame, junge Padawan, wollte ich sagen, aber ich weiß Nun, nicht. Jetzt mach doch mal die Folge zu Ende. Junge, ich mach mal die Folge zu Ende. Die Folge ist zu Ende, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss. Ciao.